Vorfreude bei Hans-Jürgen Kreischer auf eine Filmpremiere nach über 50 Jahren. Im Juni 1971 bekam er als Dynamo-Kapitän den FDGB-Pokal überreicht. Doch die Erinnerungen an diesen Triumph verblassten nach und nach, auch weil es von diesem Spiel keine bewegten Bilder gab, zumindest bislang. Was Dresdens damaliger Top-Torjäger noch weiß, sind die Eckdaten. Gegner war BFC Dynamo, der große Bruder wurde ja diese Mannschaft genannt, obwohl eigentlich es hätte umgedreht sein müssen, weil der Erfolg war nie in Berlin zu verzeichnen, in dieser Zeit, sondern in Dresden. Und wir waren eigentlich, wenn man es will, waren auch irgendwo Favorit. Bevor Hansi Kreischer seine Erinnerungen mit dem Originalmitschnitt der Finalpartie auffrischen kann, diese Bilder erleben gerade ihre TV-Premiere nach über 50 Jahren, sprechen wir mit dem Mann, der diesen Filmschatz in seine Hände bekam. Es ist Jens Genschmar. Er trägt seit 30 Jahren alles zusammen, was zur Dresdner Fußballgeschichte gehört. Jäger und Sammler, also wenn ich was hab, was in meine Sammlung passt, was ich noch nie hab, das geht und nie wieder raus. Zur Sammlung gehört auch das Original-Endspieltrikot von Klaus Sammer. Übrigens beschriftet wurde das gute Stück von Trainer Walter Fritsch direkt nach dem Finaltriumph. Und die Filmrolle? Sie entstammt nebst der Kamera einem Tauschgeschäft, das eher zufällig entstand. Und vor 2 Jahren hat mich ein Sammler vom BFC angeschrieben, wenn ich ihm den Wimbel organisiere, kann er mir den Original-Filmmitschnitt von dem Pokalendspiel bringen, wo bis davor keine bewegten Bilder bekannt waren. Und so kann Dynamos einstiger Torjäger nun nach 5 Jahrzehnten noch einmal erleben, wie ihm Klaus Sammer beim 1:0 für Dresden die Arbeit abnimmt, wie er dann selbst im eigenen Strafraum auftaucht, einen Strafstoß verursacht, der BFC so ausgleichen kann. Deshalb sage ich, das war nicht mein bester Tag. Es wurde umgebogen wieder durch den langen Sammer und wir sind dann sicherlich ohne ganz so unverdient sind wir Pokalsieger geworden. Übrigens, Auftraggeber dieser Aufnahmen war die Filmstelle der Sportvereinigung Dynamo. Aus heutiger Sicht wunderbare Erinnerungen an einen Tag, der zum Beginn einer Ära wurde. Die goldenen 70er mit Kreische und Co.